Hallo, ich bin Ellie Jenix. In diesem Video zeige ich euch alles über den Geheimbund an der Uni. Viel Spaß! In die Sims 4 gibt es jede Menge Geheimnisse zu entdecken. Es gibt geheime Bestreben, geheime Orte, geheime Wesen und eben auch hier an der Universität gibt es einen Geheimbund. Und diesen werde ich euch jetzt zeigen. Falls du dich generell für Geheimnisse in die Sims 4 interessierst, schau dir doch meine Tipps und Tricks Playlist genauer an. Hier findest du jede Menge Videos zu diesem Thema. In die Sims 4 ist der Geheimbund der Universität eine Gruppe von Studierenden, die sich zu einer mysteriösen Gesellschaft zusammengeschlossen hat. Und ihr habt es euch vermutlich schon gedacht, hierfür benötigt ihr die Erweiterung an die Uni und außerdem muss euer Sim an der Uni inskribiert sein. Es ist übrigens egal an welcher, es funktioniert auf Brightchester und auf Foxbury. Aber dann starten wir gleich ins Spiel. Wie immer sind wir bei meiner Familie Smith und für dieses Video wird sich der älteste Sohn, nämlich Nick, an der Uni einschreiben. Und das machen wir jetzt gleich. Universität an Universität bewerben. Und schon hat Nick sich an der Universität beworben. Der Bewerbungsprozess kann eben etwas dauern und deshalb müssen wir jetzt einige Tage warten, bis Nick auf die Uni gehen kann. Während wir darauf warten, ob wir angenommen sind oder nicht, backt Marie jetzt einen Kuchen oder um genau zu sein sogar zwei. Die brauchen wir nämlich später noch. Und wie wir sehen können, ist Marie auch immer noch ein Pflanzensim. Das ist sie nämlich seit meinem letzten Video, in dem habe ich nämlich ganz genau erklärt, wie auch ihr euren Sim zu einem Pflanzensim machen könnt. Ich blende dir das jetzt hier rechts oben ein. Und jetzt haben wir gerade Post bekommen. Schauen wir einmal, ob etwas von der Universität dabei ist. Zulassungsbescheid. Er wurde zwar nur für die normalen Abschlüsse zugelassen, aber das ist jetzt ja auch egal. Das Uni-Einschreiben und den Umzug habe ich jetzt einfach mal übersprungen. Aber wie wir sehen, er studiert jetzt an der Universität von Brightchester und zwar studiert er Psychologie. Außerdem ist er von zu Hause ausgezogen. Ich habe ihn nämlich hier in Brightchester einfach in ein Haus ziehen lassen. Das sieht jetzt natürlich noch nicht sonderlich persönlich aus, aber wir werden ohnehin nicht sehr viel Zeit in diesem Haus verbringen. Eine der Torten hat Nick jetzt noch in seinem Inventar, und zwar die weiße Torte. Die Schokoladentorte habe ich jetzt in der Zwischenzeit in den Kühlschrank gegeben. Und jetzt werden wir uns auf die Suche nach dem Geheimbund machen. Um den Geheimbund zu finden, müssen wir die Statue der jeweiligen Uni finden. Also wie ich schon vorhin angesprochen habe, es ist wirklich komplett egal, auf welcher Uni ihr studiert, denn es gibt sowohl auf Brightchester als auch auf Foxbury eine dieser Statuen. Und zwar zeige ich euch jetzt gleich, wo ihr diese finden könnt. Die Statue der jeweiligen Uni zu finden ist wirklich einfach. Sie befindet sich in Foxbury einfach hier am Hauptplatz und auch in Brightchester befindet sie sich hier und deswegen reisen wir jetzt gleich einmal zur Lindwurm Villa. Und hier sind wir jetzt direkt vor der Lindwurm Villa. Da hinten ist anscheinend irgendein Unifest, aber davon lassen wir uns jetzt nicht ablenken. Und zwar, wie gesagt, hier ist die Lindwurm Villa, hier haben wir einen Brunnen und hier befindet sich dann die Statue. Mit dieser Statue können wir eben interagieren. Wir können sie ansehen, wir können die Statue mit Toilettenpapier verschönern, mit Garn verschönern, generell verschönern oder wir können eben eine Spende für akademischen Erfolg machen. Und genau das werden wir jetzt tun. Es gibt nämlich drei verschiedene Dinge, die ihr spenden könnt, damit der Geheimbund mit euch in Kontakt wird. Und zwar, erstens könnt ihr seltene Mineralien oder Kristalle spenden. Zweitens könnt ihr ausgezeichnetes Obst oder Blumen spenden. Oder eben drittens, so wie wir das machen, ein Dessert von ausgezeichneter Qualität. Und deshalb spenden wir jetzt hier die weiße Torte. Und wie wir sehen, nimmt Nick jetzt die Torte aus dem Inventar und stellt sie dort ab. Und dann verschwindet sie auch schon. Ob eure Spende geklappt hat, seht ihr übrigens an der folgenden Stimmung. Und zwar surrealer Fokus, weil Spende gemacht hat. Nick hat ein gutes Gefühl bei dieser Gabe. Es ist beinahe so, als hätte er irgendjemanden irgendwo sehr glücklich gemacht. Das Leben ist irgendwie viel prickelnder. Und genau jetzt wissen wir, dass der Geheimbund mit uns in Kontakt treten wird. Bis der sich bei uns meldet, dauert es aber noch ein wenig und deswegen gehen wir jetzt in der Zwischenzeit einfach wieder nach Hause. Wir haben jetzt Samstag kurz vor Mitternacht und jetzt stehen diese zwei mysteriösen Sims vor unserer Haustür und wir sehen, sie sind beide Mitglieder des Geheimbundes. Ich kann jetzt auch nicht mit ihnen interagieren, aber ich drücke jetzt einfach mal auf Play und wir schauen, was passiert. Okay, er geht einfach in unser Haus hinein, zumindest einer von ihnen, der andere bleibt draußen stehen und er geht in unser Zimmer und ich gehe mal davon aus, er wird Nick gleich wecken. Er redet mit uns.
Wir besuchen dich im Namen derer, die deine großzügige Gabe sehr zu schätzen wissen. Wenn dein Herz rein ist, schließe dich uns an und erfahre unsere Geheimnisse. Und jetzt können wir auf OK klicken oder auf Nein, danke. Und natürlich wollen wir dem Geheimbund beitreten. Nick ist jetzt Mitglied beim Zauberorden. Er hat einen offiziellen Umhang und eine offizielle Maske des Zauberordens anlässlich seiner neuen Mitgliedschaft erhalten. Gleich können wir alles über den Geheimbund herausfinden. Aber bevor ich weitermache, wenn dir dieses Video gefällt und du gerne mehr Videos über die Sims von mir sehen möchtest, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren. Hier auf diesem Kanal kommen nämlich zweimal die Woche Videos über die Sims 4. Die Mitglieder des Zauberordens sind jetzt verschwunden, aber hier unter soziale Gruppen sehen wir, dass wir beim Zauberorden sind. Und zwar sind wir ein neues Mitglied. Das Geheimnis der Elfen wird seit Generationen gut gehütet. Es ist wahrlich ein Geschenk, ihre Gunst zu erlangen. Schenke den Elfen Respekt oder Süßigkeiten und sie werden sich revanchieren. Wenn du sie brüskierst, musst du mit Konsequenzen rechnen. Und wir haben jetzt auch Aufgaben. Und zwar müssen wir den Elfengarten pflegen, wir müssen einen Kristall am Ritualaltar darbringen und wir müssen geerntetes Obst oder Gemüse am Ritualaltar darbringen. Und es gibt auch ein anstehendes Ereignis, und zwar gibt es die Elfenritualfeier. Feier die Gaben der Elfen mit Geschenken und Frohsinn. Erfahre, ob die Elfen dir freundlich gesinnt sind oder sie sich vernachlässigt fühlen. Und das findet morgen statt, also morgen um 22 Uhr. Und da werden wir dann auf jeden Fall hinschauen. Aber jetzt möchte ich mich noch um einige der Aufgaben kümmern. Wenn wir uns gut um die Elfen kümmern, dann können wir nämlich im Zauberorden aufsteigen. Jetzt sind wir noch neues Mitglied, also da gibt es noch jede Menge Luft nach oben. Einen großen Vorteil, den euch die Elfen übrigens bringen, sie helfen euch bei eurem Studium. Ihr kommt damit leichter voran und das Studium ist dank den Elfen viel leichter zu bewältigen. Damit wir den Elfen auch etwas schenken können, werde ich Nick jetzt den Kuchen ins Inventar geben und dann reisen wir jetzt zum Ritualgelände. Das Ritualgelände befindet sich hier auf dieser kleinen Insel. Also hier ist die Ruine und hier befindet sich dann das Ritualgelände und deshalb reisen wir einfach hier ins Pfeffers Pub. Hier sind wir jetzt beim Pub und einfach hier gerade über die Brücke kommen wir hier zur Ruine und hier unten sehen wir das Ritualgelände. Wenn wir jetzt hier auf diesen Stein in der Mitte klicken, sehen wir können Kontakt zu den Elfen aufnehmen oder ihnen eine Gabe darbringen. Ich klicke jetzt einfach mal Kontakt zu den Elfen aufnehmen und schauen wir einmal, was passiert. Und jetzt versucht Nick mit den Elfen Kontakt aufzunehmen. Und jetzt fliegen sie schon um ihn herum. Wir werden ihnen jetzt auch gleich einmal den Schokokuchen schenken, damit sie uns ein wenig besser mögen. Nick war jetzt die ganze Nacht da, aber irgendwie konnten wir uns trotzdem nicht mit den Elfen anfreunden. Also ich habe versucht, mich um den Elfengarten zu kümmern. Da waren auch jede Menge Pflanzen um den Altar herum, aber irgendwie konnte ich die nur entwurzeln. Und deshalb habe ich jetzt alle entwurzelt. Das war vielleicht keine gute Idee. Außerdem habe ich leider keinen Kristall gefunden und ich habe auch kein Obst oder Gemüse. Ich habe ihnen einen Schokokuchen gegeben, aber irgendwie mögen sie uns, wie gesagt, trotzdem nicht. Nick hat jetzt nämlich folgende Stimmung: nervige Elfen. Die Beziehung zu den Elfen hat eine Wende genommen. Versuche die Stimmung zu verbessern und unterhalte die Elfen, indem du schelmische, lustige oder romantische Sozialaktionen auf andere Sims anwendest. Okay, dann werde ich das jetzt einmal versuchen. Perfekt, hier ist Cameron Fletcher und wir werden uns jetzt einmal lustig bei ihm vorstellen. Und dann werden wir ihm einen Klopp-Klopp-Witz erzählen, dann werden wir ihm noch eine lustige Geschichte erzählen und noch einen Witz über Professoren erzählen. Schauen wir mal, ob uns die Elfen dann ein wenig lieber mögen. Okay, er mag uns zumindest schon einmal überhaupt nicht. Cool. Okay, nein. Die Elfen sind verschwunden, unser Gesprächspartner ist wütend, er hasst uns, wir sind beschämt, wir haben eine unbehagliche Begegnung, wir haben ein unbehagliches Kommentar gemacht und der erste Eindruck ist stark. Dagegen ist nichts zu tun, dieser Sim inspiriert einfach nichts in Nick. Okay. Das ist eine sehr interessante Übersetzung, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, Cameron und Nick verstehen sich nicht. Irgendwie komme ich mit den Elfen nicht so ganz klar, aber wir gehen jetzt einfach wieder nach Hause und warten, bis die Elfenritualfeier beginnt. Es ist jetzt kurz nach 22 Uhr, das heißt, wir können jetzt zur Elfenritualfeier gehen und uns anhören, wie sehr sie uns hassen. Juhu! Wir gehen natürlich alleine. Oh, die erste Person ist da. Gut, dann werden wir jetzt gleich einmal hier hingehen. Ja, stellen wir uns einmal bei den anderen vor. Wir können ihn jetzt fragen, wie man Elfen glücklich macht.
Dann können wir noch nach der Mission des Zauberordens fragen und nach Grundfragen dem Zauberorden beizutreten. Die Elfen erweisen dir ihre Gunst, wenn du dich um ihre geweihten Pflanzen kümmerst oder ihnen ihre liebsten Gaben darbringst. Sie lachen auch gerne über schelmische, lustige oder romantische Gespräche zwischen Sims. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt etwas Neues, aber schauen wir, was er uns noch erzählen kann. Die Elfen wurden von ihrem ersten simlischen Freund, also demjenigen, dem sie am allermeisten vertrauten, schlecht behandelt. Es hat lange gedauert, bis sie wieder Vertrauen zu Sims aufbauen konnten. Der Zauberorden hat die Aufgabe, die Elfen zu beschützen und glücklich zu machen. Am Anfang bin ich nur aus Neugierde beigetreten. Es war total aufregend. Wer träumt nicht von kleinen magischen Wesen, die einen im Leben unterstützen? Aber irgendwann begannen sie, mir Angst zu machen. Sie langweilen sich so schnell. Sie sind ständig aufgetaucht und wollten unterhalten werden. Die ganze Zeit. Sie sind absolut unnachgiebig. Ich sage mir seit Jahren, dass es die Sache wert ist, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das klingt tatsächlich nicht so, als wären die Elfen sehr nette Wesen, aber mir ist ja schon aufgefallen, dass es nicht leicht ist, mit ihnen auszukommen. Das ist also der geheime Zauberorden in The Sims 4. Lass mir doch in den Kommentaren da, wie deine erste Interaktion mit den Elfen in Sims 4 war. Und dann kannst du mir gleich sagen, ob ich mich extra blöd angestellt habe oder ob die wirklich ein wenig gewöhnungsbedürftig sind. Und das war's jetzt auch schon wieder mit meinem Video. Eigentlich wollte ich euch zeigen, wie man im Zauberorden Level aufsteigt, was man alles freischalten kann und wie einfach es ist, die Elfen glücklich zu machen. Aber nein, denn das ist es nicht. Es ist absolut nicht leicht, die Elfen glücklich zu machen. Und ich glaube ehrlich gesagt, ich werde nie wieder dem Zauberorden beitreten, weil es sieht echt nach einem Haufen Arbeit aus. Aber ja, schreib mir noch in die Kommentare, was du vom Zauberorden hältst und ob du mit dem Geheimbund wirklich aktiv spielst oder eher nicht. Wie immer freue ich mich natürlich über jedes Like und über jedes Abo. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!